Was geht, CT und T-Partys? Hier ist Bombfest bin Diffused mit einem sehr frühen Update. Und zwar gab es Probleme bei der Huntsman-Kiste. Ihr kennt das Ding, wo es diese ganz tollen Sachen gab, wie die XM-10-14, also die Autopumpe als Heaven Guard, die P90 Desert Warfare, das seht ihr. P90, hier. Ja, genau, Desert Warfare. Und ihr wisst schon, und natürlich auch die M44 Howl. Das Interessante ist, diese Howl und so, die existiert nicht mehr. Genauso wie eine USPS Orion nicht mehr existiert, also aus den Kisten gezogen werden kann. Oder eine P90 Desert Warfare oder eine CZ-75 Poison Dart. Das geht nicht mehr. Warum? Valve hat gesehen, dass es Comrade-Probleme mit diesen Waffen gibt. Das heißt, die Macher müssen ja, bevor sie das hochladen, ankreuzen, müssen sie ja sagen, pass auf, das hier ist meine Arbeit, die habe ich nicht geklaut. Die haben das, und die Leute bei der Howl zum Beispiel haben das hochgeladen als ihr Design, aber es war gar nicht ihr Design. Und die Community hat es aber auch nicht gemeldet. Es kam erst jetzt raus, dass die das gar nicht selbst gemacht haben, sondern geklaut war. So, was passiert denn jetzt mit den Leuten, die die ganzen Skins haben, bis auf der Orion und ähnliches, die in den, die noch in eurem Inventar verfügbar sind? Es ist bei der Howl eine Ausnahme. Die Howl wurde überarbeitet von CSGO-Machern. Das zeige ich euch mal. Ich habe die nämlich, ja. Die sieht so aus, seht ihr? Und steht M4 für Howl Contraband Rifle. Das gab es vorher noch gar nicht. Das ist was sehr Besonderes. Da seht ihr euch unten die Farbe hier von dem Feld. Wir untersuchen die mal. Die sieht jetzt so aus, die Howl. Ich denke, das Ding wird sehr, sehr viel wert sein, weil die Howl so in dem Sinne aus erstmal Originalzustand, wie wir sie kennen, nicht mehr gedroppt werden kann, die Howl. Das geht nicht mehr, weil die rausgenommen wurde aufgrund dieser Copyright-Probleme. Und interessanterweise kann die hier auch nicht gedroppt werden. Also so wie sie da aussieht, kann sie nicht gedroppt werden. Es können nur Leute, die eine Howl besessen haben, können sie so bekommen haben als Ersatz. Und das heißt, die werden, kann sehr, sehr viel wert werden, das Ding. Aber erstmal gucken, was für neue Skins in der Huntsman-Kiste drin ist. Wie gesagt, Copyright-Probleme, und drin ist auf alle Fälle die USPS Cayman. Ich finde die sehr, sehr cool. Wie gesagt, die Orion, ich bin jetzt auf den Waffenkisten draufgegangen. Da stand nicht mehr drin, dass die Orion und ähnliches drin ist. Deswegen anscheinend gibt es damit auch Probleme. Wir können das hier nochmal. Okay, wir lesen das nicht. Wir blättern einfach durch. So, dann haben wir hier die M44 Desert Strike. Das ist der Ersatz für die Howl. Ich weiß nicht, also. Erinnert mich an die Asimov so, vom sehr schlichtes, geometrisches Design. Würde ich jetzt nicht wegschmeißen, das Ding, aber ich finde es auch nicht schön. Dann haben wir die P90 Modul. Ja, ist eigentlich, wenn man die Waffe viel spielt sie nicht oft, ja, hat was. Und dann haben wir hier die P2000 Pulse, oder Pulse, die P2000 Pulse hätte ich sehr gern, weil die sieht sehr geil aus. Ich habe hier die Red Frag Cam, übrigens, warum ist da ein Namensschild drauf? Lieber Turnip Oposto, bitte mach das ab, nein. Und dann haben wir hier die MAC-10 Tether. Warum ist eigentlich nur Stat-Track drauf? Das frage ich mich auch. MAC-10 Tether. Joa, spiele ich nicht MAC-10, aber joa. Und die CZ-75 Ordo Twist. Ja, sieht eigentlich auch ganz, die sieht ganz geil aus. Das gefällt mir. Und natürlich wurden auch die Howling Dawn Sticker überarbeitet, weil die auch Copyright geschützt waren. Dafür ist jetzt in die Stickerkisten reingekommen Death Comes ist ganz cool. Pocket Barbecue. Joa, ganz lustig. Und Racked. Das Lustige ist, diesen Aufkleber werden wir bei Rack vom Berserk Clan sehen. Nur so ein Hinweis, wen das interessiert. Ja, das war's eigentlich. Ein Opening, weiß ich nicht, ob ich das mache. Wie gesagt, ihr müsst mal auf den Steam Market gehen, dann guckt ihr mal an die Huntsman-Kisten dran. Da seht ihr, dass auf einmal Orion fehlt und die, also alles, was ihr seht, dass die Orion fehlt, dass die M44 Howl fehlt, dass die P90 Desert Warfare fehlt, die eine P2000 war eh nicht drin, eine MAC-10 Tata fehlt, eine MAC-10 Rising Skull oder ja, der MAC-10 Skin von früher fehlt, die CZ-75 Poison Dart fehlt und ja, die Sticker der Howling Dawn Sticker fehlt. Das war's eigentlich. Mehr war das gar nicht. Das ist so ein ganz kleines Update-Video. Ich würde sagen, haut rein, meine CT und T-Buddies. Euer Bombfest bin Diffused. Bye.